Außerdem geliefert worden von Amazon.de ist das deutsche Steelbook zu Fury, Herz aus Stahl mit Brad Pitt. Und ich muss zugeben, dieses Covermotiv finde ich richtig cool und richtig genial gemacht. Auch wenn ich persönlich kein großer Fan von Kriegsfilmen bin, irgendwie alleine sein Blick bringt irgendwie genügend Atmosphäre in dieses Bild, dass ich irgendwie Bock drauf bekomme, mir den Film anzuschauen. Auf dem Backcover des Steelbooks, überraschend muss ich mittlerweile schon fast sagen, gibt es ebenfalls ein Bild. Es ist tatsächlich gestaltet. Was für ein Wahnsinn. Im Inneren des Steelbooks auf der linken Seite natürlich euer Ultraviolett-Code und auf der rechten Seite dann im Steelbook zwei Discs. Eine mit dem Film, eine Bonus-Disc mit, well, Bonusmaterial und ein, muss ich zugeben, ebenfalls sehr, sehr cooles Innendesign. Nachdem ich vorher bei Herkules gesagt habe, dass ich eigentlich kein großer Fan von Schwarz-Weiß Innenartworks bin, muss ich das Ganze jetzt ein klein wenig relativieren. Einerseits ist das natürlich ausgesetzt, wenn Schwarz-Weiß Artwork zum Film passt, so wie beispielsweise hier, wo mehr oder weniger das komplette Artwork des Steelbooks in Schwarz-Weiß gehalten ist. Da würden natürlich knallige und bunte Farben auch innen keinen Sinn machen. Und außerdem meine ich mit der Art von Schwarz-Weiß Artwork, die ich nicht so gut leiden kann, lediglich diese Art wie bei Herkules, dass alles mehr oder weniger mit diesem Steelbook-Effekt fast durchsichtig ist und man so gut wie kein Artwork erkennen kann. Kräftiges, stark gedrucktes Schwarz-Weiß-Artwork, so wie auf diesem Steelbook, finde ich nach wie vor ziemlich cool.